schönen guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist mir eine besondere Freude, heute Herrn Universitätsprofessor Dr. Karl Klernitschik vorzustellen. Er ist Philosoph, Germanist, Pädagoge, Politologe. Ich habe seine Vita gelesen und habe mir gedacht, alles kann ich ganz sicher nicht jetzt sagen. Das würde wahrscheinlich schon eine halbe Stunde in Anspruch nehmen. Aber seine Schwerpunkte in der Forschung möchte ich gerne sagen. Du ergänzt das, wenn irgendwas noch fehlt. Also Wissenschaftstheorie, Sozialwissenschaften, Aussageanalysen, Wertetheorie, Didaktik, Organisationsentwicklung und Organisationstheorie. Habe ich gefunden. Ja. Habilitation ab 1986. Vorsitzender der Studienkommission Pädagogik, warst du sehr lange, bis 1993. Und seit 2013 bist du tätig an der Sigmund-Freud-Universität und hast jede Menge zu tun. Neben vielen, vielen Vorträgen, die du hältst und wo du immer nachgefragt bist, als Supervisor, als Psychotherapeut, ist natürlich eine besondere Ehre, dass Herr Professor Klernitschik auch Vorstand der Janusz Korczak-Gesellschaft ist. Und als solcher gilt er als profunder Kenner von Janusz Korczak, nicht nur die Werke über ihn, sondern auch seine Werke. Und ich freue mich daher ganz besonders, dass du uns heute einen Vortrag halten wirst. Und es ist die Fangemeinde vorhanden, es sind viele Leute, die wir kennen, die dich kennen und deshalb auch gekommen sind, um dich wieder zu hören. Danke vielmals, begrüßen wir gemeinsam Herrn Professor. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. David Ben-Gurion, weil in letzter Zeit so viel eben über Israel und so weiter gesprochen wird, habe ich mir gedacht, fange ich vielleicht mit ihm an. Ich glaube, das wird doch so. Entschuldigung. Der hat, David Ben-Gurion, der hat gesagt, wer kein Utopist ist, ist kein Realist. Und ich denke mir, er hat sehr recht damit. Denn wenn wir nicht immer wirklich etwas wollen, werden wir es vermutlich nicht erreichen. Und ich denke mir, wenn wir da sprechen heute über Janusz Korczak und die Visionen, die er für die Erziehung und für die Pädagogik gehabt hat, dann muss es eigentlich deutlich werden, was es bedeutet, wenn er zugleich auch sagt, jetzt Janusz Korczak, wer die Gesellschaft reformieren will, muss die Erziehung reformieren. Und genau unter diesem Gesichtspunkt würde ich gerne heute mein Referat halten. Ich denke mir, ich werde so beginnen, dass ich zunächst einmal eine kurzen Überblick gebe und ich möchte dann relativ stark Janusz Korczak im Originalton zitieren. Und zwar deshalb, weil ich glaube, dass gerade wie er die Dinge sieht und wie er als Schriftsteller die Dinge darstellt, wie es ihm gelingt, pädagogische Ideen so zu vermitteln, dass sie zugleich poetisch sind, können wir das ohne weiteres sagen, und zwar deshalb poetisch, weil er immer wiederum so stark vom Individuum ausgeht und daher immer wieder zu so konkreten Beschreibungen kommt, über die Erziehungsbestand, über Situationen innerhalb von Erziehung und Schule, dass eben dadurch jeweils etwas Allgemeines durchscheint. Und das scheint mir so großartig am Janusz Korczak zu sein. Und übrigens, weil wir gerade darüber sprechen, wir haben da eine Zusammenstellung seiner Bücher, und die können Sie dann nachher, glaube ich, beim Herrn
Herbert Stadler gut erwerben. Janusz Korczak ist also Pädagoge und Sie wissen ja, er war Arzt und wesentlich auch ist, dass er sich schriftstellerisch mit der Erziehung auseinandergesetzt hat. Ich darf jetzt, bevor ich mit beginne mit Janusz Korczak, auch noch jemand zitieren, einen viel älteren Pädagogen, der von 1592 bis 1630 gelebt hat, nämlich Jan Amos Comenius. Er hat offensichtlich im Hinblick auf die Schulen, wie sie damals waren, gemeint, die Schule ist keine Tretmühle, sondern ein heiterer Tummelplatz des Geistes. Und ich glaube, also, da kann man ruhig sagen, da hört man noch Janusz Korczak an uns. Und ein zweites Zitat von Comenius: Die Schulen sind Werkstätten der Humanität, indem sie ohne Zweifel bewirken, dass die Menschen wirklich Menschen werden. Also die Menschen, natürlich ist jeder Mensch und vor allem die Kinder. Und die Frage ist eben nur, wie kann man seine Potenziale, die jeder von uns hat, die jedes Kind hat, wie kann man diese Potenziale so zur Entfaltung bringen, dass sie zu ihrem vollen Menschsein, die Kinder zu ihrem vollen Menschsein kommen. Janusz Korczak war derjenige, der als erstes Werk, das er geschrieben hat, den Titel gegeben hat, wie man ein Kind liebt. Und das zweite, die Achtung vor dem Kinde. Es ist ihm also so wichtig, das, was jetzt in neueren Untersuchungen herausgekommen ist, nämlich diese groß angelegte Untersuchung von John Hattie. Sie kennen wahrscheinlich alle dieses Buch nicht, also Erziehung sichtbar machen, wo es darum geht, dass er eben über tausende Untersuchungen wiederum sekundär untersucht hat. Und dabei ist herausgekommen, dass der stärkste Faktor, dass Erziehung und Bildung wirklich vonstatten geht, die ist, dass die Kinder geachtet und wertgeschätzt werden. Ich glaube, das ist eigentlich, sollte sowas Selbstverständliches sein, aber man muss halt auch leben. Und genau das, denke ich mir, ist die große Herausforderung. Immer wiederum das, was man ohnehin weiß, auch wirklich zu leben. Janusz Korczak hat in seiner Pädagogik, könnte man sagen, vier Arbeitsprinzipien entwickelt, die zugleich die Grundlage seiner Erkenntnis von Pädagogik sind. Und Sie werden gleich merken, warum das so möglich ist. Erstens einmal, sie sind also Arbeitsprinzipien, also von ihnen geht man aus im täglichen Prozess der Erziehung und der Bildung und auf der anderen Seite ermöglichen sie auch, dass man gerade über diese Prinzipien etwas über Pädagogik lernt. Und ich denke mir, es dürfte ohnehin für uns alle klar sein,
Und jetzt mögen mich die entschuldigen, die vielleicht in der Lehrerausbildung tätig sind. Ist es nicht so, dass eben doch in der Lehrerausbildung vieles nicht gemacht wird, was dann nachher aber unbedingt gebraucht wird? Und so ist es klar, dass im Grunde genommen jeder, der wirklich Erzieher und Lehrer sein will, in einen dauernden Prozess der eigenen Entwicklung und der eigenen Forschung einsteigen muss. Und diese vier Prinzipien, die Janusz Korczak oder aus Janusz Korczak herauszuziehen sind, sind: beobachten, zweitens einfühlen, was er als Schriftsteller unglaublich toll können hat, aus Fehlern lernen, drittens, und viertens experimentieren. Also, dass man etwas tut, von dem man meint, ja, das könnte zu einem Ziel führen, das man sich das einem vorschwebt, aber dann doch immer wiederum auch darauf achten, ist das nun tatsächlich das, das dazu geführt hat, dass ich das erreichen konnte oder nicht. Und zwar zitiere ich jetzt aus dem Buch, das herausgegeben wurde von Dautzenroth und Beiner. Ja, die haben 16 Bände über Janusz Korczak ausgegeben und die Bände haben ungefähr eben dieses Ausmaß. Sie können sich vorstellen, er war ein ziemlich produktiver Schriftsteller. Léon Rugier, ein Freund Korczak aus der gemeinsamen Gymnasialzeit, schreibt in seinen Erinnerungen Janusz Korczak in jungen Jahren. In den Ferien traf ich ihn, Korczak, zufällig im Sächsischen Garten in Warschau. Er saß auf einer Bank und schaute einer Schar kleiner Kinder zu, die unter der Obhut ihrer Mütter oder Kinderfrauen wie kleine Kückchen piepsend in ihre Spiele vertieft waren. Ich setzte mich neben ihn und begann ein unbekümmertes Gespräch. »Weißt du, was ich hier mache?«, fragte mich Korczak plötzlich. »Ja, was wohl? Wie ich genießt du das süße Nichtstun, das haben wir nach der Matura verdient.« Also er war damals 18 Jahre ungefähr. »Nein, es ist nicht ganz so. Ich beginne hier mein Studium.« Also sofort nach der Matura. Ich beginne hier. Er hat immer geforscht, Janusz Korczak. »Ich beginne hier mein Studium. Ich beobachte diesen Schwarm von Kindern und bemühe mich, Diagnosen zu stellen.« Da kommt jetzt der Arzt durch. »Was für Diagnosen denn schon wieder? Zum Beispiel spielt jedes Kind anders. Ich möchte wissen, warum. Ich weiß, dass die Suche nach der Antwort auf diese Frage mich viele Jahre meines Lebens beschäftigen wird. Wer weiß? Vielleicht mein ganzes Leben lang. Und vielleicht finde ich gar keine Antwort.« Das ist auch so typisch. Vielleicht finde ich gar keine Antwort. Aber er hat immer gesucht und geforscht. Und für ihn bedeutet Forschung nicht irgendetwas herauskriegen, sondern auf neue Fragen zu kommen, neue Fragen zu formulieren. Ich finde es einen spannenden Zugang. Eigentlich ist Forschung immer Prozessforschung. Wer bei der Forschung von einer Zustandsforschung innerhalb der Erziehungswissenschaft ausgeht, liegt meines Erachtens von vornherein mit seiner Forschung schon daneben.
Es muss immer wieder darauf geachtet werden, wie sind denn Kinder im Prozess? Und nicht, wie sind sie jetzt? Nein, wie sind sie im Prozess? Und was kann denn aus ihnen werden? Aber je mehr man beobachtet, umso näher kommt man der Wahrheit. Der Wahrheit über den Menschen, den wir bis jetzt überhaupt nicht kennen. Und deine Schriftstellerei, fragt sein Freund, wird sicherlich auch eine Suche nach dieser Wahrheit sein. Und genau das ist es, wenn man Janusz Korczak und seine Bücher liest, egal was es ist, ob man seine pädagogischen Werke liest oder ob man seine Kinderliteratur liest, das König Hänschen und so weiter, oder der Bankrott des kleinen Jack. Alles führt im Wesentlichen dahin, eben das genau zu reflektieren, was Kinder tun und was für sie von Bedeutung ist. Und weil ich früher Comenius zitiert habe, möchte ich jetzt mit dem Werk weiter fortsetzen, das Janusz Korczak lange Jahre beschäftigt hat, nämlich sein Buch Die Schule des Lebens. Und er gibt diesem Buch den Untertitel Eine fantastische Erzählung. Muss man das noch aufschreiben? Und genau das ist das Interessante jetzt. Ist Pädagogik, Erziehung, nicht überhaupt so etwas wie ein Abenteuer? Und ich denke mir, wenn wir das nicht immer wieder merken, dass das eigentlich etwas ist, was uns ständig und je und je und neu herausfordert, in unserem ganzen Menschsein, sind wir eigentlich keine Erzieher. Ist das arg, wenn ich das sage? Oder können Sie dem was abgewinnen? Durchaus. Danke. Ja. Aber das ist natürlich eine starke Aussage und eine starke Herausforderung. Janusz Korczak beginnt das Buch so, dass er zunächst einmal schaut, wie ist denn so die Schule damals? Wie wird sie normalerweise geführt? Ich darf zitieren. Muss es denn so sein, wie es ist? Kann es nicht anders sein? Wenn es nicht anders sein kann, was ist dann das Lernen wert, wenn es unter tausend nur einem Menschen erträgliche Lebensbedingungen verschafft? Und wenn es aber anders sein kann, warum bemühen sich dann die gebildeten und geschulten Menschen nicht mehr darum? In jeder Klasse sind 40 Schüler und alle lernen sie dasselbe. Und dabei muss doch jeder dieser Jungen ein bisschen anders sein als die übrigen. Hier ist es also genauso wie in einer Fabrik, wo 100 Leute an der gleichen Tätigkeit sitzen, von denen jeder etwas anderes denkt, anders fühlt und nach etwas anderem strebt. Was bedeutet das? Ich glaube, es ist klar und die Entwicklungspsychologie bestätigt das ja immer wiederum und vor allem Largo war es in letzter Zeit, der sehr viel Forschungen dazu gemacht hat, dass Entwicklungen von Kindern etwa bis zu 6 Jahre differieren.
Und alle diese Kinder sollten das Gleiche machen. Absurd. Und die Frage nun, die sich stellt, wie komme ich zu dem, was man Individualisierung nennt? Individualisierung des Unterrichts. Gefordert an und für sich im Schock, im Schulunterricht, im Schulorganisationsgesetz, aber durchgeführt. Die Frage, das ist für mich eine jener Visionen von Schule und von Janusz Korczak, wo klar wird, ja, das ist aber wohl die Bedingung dafür, dass wir sowas wie eine vernünftige Erziehung bzw. Bildung pädagogisch betreiben. Weiters sagt er dann, die ganze Schule betrachte ich als ein Irrenhaus. Hier weint ein Kind, weil es eine schlechte Note im Aufsatz bekommen hat. Vor kaum einer Stunde hat es in der Pause erzählt, was es gestern im Tiergarten gesehen hat. Ich selbst habe interessiert zugehört. Ach, das versteht er nicht. In der Schule erzählt man ganz anders wie aus dem Buch. Vielleicht verstehe ich es wirklich nicht. Wir sehen also, Janusz Korczak ist immer wiederum darum bemüht, eigentlich den Gesamtkomplex zu erfassen. Und dort aber, wo er merkt, nein, so geht es sicher nicht, gründet er eben selber etwas. Selber ein Waisenhaus, selber eine Schule, in denen er das relativ verwirklichen kann, was er eben in einer öffentlichen Schule, wozu er dort nicht in der Lage ist. Jetzt, liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt tut man natürlich schwer, nicht? Sie sind in dieser Situation, in einer öffentlichen Schule zu sein. Und die Frage, die wir uns dann eben im Anschluss stellen müssen in der Diskussion, ist dann die, ja, und was können wir denn nun tatsächlich in unserem Bereich eventuell umsetzen von diesen Visionen? Ja, wie beginnt er nun die Schule zu organisieren? Zunächst einmal ist ihm äußerst wichtig, Kinder sind Menschen. Kinder wird oft lang dessen nicht zugetraut, was sie wirklich können. Würden sie aber eingebunden werden in diesen Lebensprozess Klasse, Schule, würden sie viel lieber hingehen. Und Lernen würde dann auch ganz anders aussehen. Ein paar Beispiele. Zuerst, also um das Ganze einmal zu erläutern, führt er jetzt sozusagen eine Gruppe von Besuchern durch die Schule und versucht so ein bisschen das zu beschreiben, wie unter Umständen das, was da in der Schule gemacht wird, von den Besuchern gesehen werden könnte. Zuerst sahen sie sich das Gebäude mit den Werkstätten an und befanden, dass es eine Handwerksschule sei. Du merkst die Ironie, deshalb lachst du. Also, wo man ganz eindeutig merkt, nicht also Werkstätten, aha, es muss sofort eine Etikette, einen Namen bekommen. Erst dann ist es was, so hat man den Eindruck. Aber was da an Einsatz, an individuellen Einsatz auch dahinter steht, das wird dann nicht mehr gesehen. Sie sahen sich das Internat an und wiegten skeptisch die Köpfe. Sie betrachteten das Arbeiterhaus und wunderten sich,
dass die Zöglinge dort selbst Aufsicht, Kasse und Verwaltung führten. Sie gingen durch die Kinderkrippe, die Tagesstätte, das Gebäude mit den billigen Garküchen, die Volksbäder, das Nachtasyl und stellten die Frage, was diese Institution mit einer Schule für Kinder zu tun hätten. Das große Volkshaus mit Bibliothek, Konzert- und Vortragssaal, mit einem Theater und einer Galerie mit Bildern und Skulpturen erschien ihnen in diesem abgelegenen Stadtteil als Verschwendung. Und wozu sollten die Herberge und der Markt mit den vielen kleinen Geschäften dienen? Sind die Gründer dieser Schule draufgängerische Abenteuer oder Verrückte? Ist es eine Handwerks- oder eine Handelsschule? Grausen ergriff sie bei der Darlehenskasse, dem Büro für Rechtsberatung und der Pfandleihanstalt. Wollen Sie Ihre Schüler in der Pfandleihe ausbilden? Lautstark protestierten sie gegen das Krankenhaus. Hier sollte die Jugend keinen Zutritt haben. Sie protestierten im Namen von Hygiene und Pädagogik und schließlich im Namen des gesunden Menschenverstandes. Ein einziges Gebäude im gesamten Schulkomplex, das einzige, das vom Trubel des Lebens verborgen im Grünen lag, das einzige, das vor den neugierigen Blicken unserer Zöglinge verborgen war, das Gebäude der Kunst und Wissenschaft, das fand ihre kühle Zustimmung. Wollte hier Gelehrten und Künstler ein Obdach gewähren? Das ist richtig. Aber solch ein Prunk, warum diese Geheimnistuerei? Ihr unaufgeklärten Menschen mit eurer Geistlosigkeit, ihr wisst nicht, wie die Arbeiter des reinen Wissens und der Kunst sind. Sie sind unsere Könige und Priester, unsere Propheten und Führer. Alles, was an uns Menschlichkeit und Reichtum ausmacht, das ist ihr Werk, dieser wenigen inspirierten und opferbereiten Wesen. Also, Sie wissen ja, weil das dann, der Josef Beuys hat ja eine neue Kunstrichtung eingeführt, die sogenannte Sozialkunst. Das ist Ihnen wahrscheinlich geläufig. Und ich denke mir, dass wenn man das so sieht, dass Erziehung, Schule, Heim und so weiter so etwas ist wie eine Kunst. Und das ist eigentlich ein gängiger Topos, dass Pädagogik eine Kunst ist. Und dieser Topos, der sollte auch wirklich gesehen werden. Was bedeutet es? Im Grunde genommen ist der Künstler ja gerade auch dadurch definiert, dass er nicht bei dem, was gerade sich entwickelt hat, was gerade erworben wurde gesellschaftlich, dass er dabei stehen bleibt, sondern dass er neue Ideen entwickelt. Dass er seine Intuition, seine Imagination spielen lässt. Und dass eigentlich Imagination und Inspiration und Intuition das Wesentliche ist. Und ich denke, wir als Erziehungswissenschaftler, als Lehrer, als Pädagogen, als Kindergärtnerinnen, Elementarpädagoginnen, Entschuldigung, so heißt das ja jetzt. Ich denke mir, genau das wäre auch eine jener Visionen von Janusz Korczak, wo er sagen würde, ja, genau das müsste eigentlich jeder Erzieher sein. Aber um das nicht so dramatisch zu machen, kann ich auch sagen,
Es gibt eine wunderbare kleine Erzählung von Janusz Korczak. Wer kann Erzieher sein? Wo er ganz unterschiedliche Situationen, vom Großvater bis zum ganz kleinen Kind, beschreibt, was dazu führt, dass sie weinen. Und der letzte Satz dieser kurzen Geschichte lautet dann: Wer nicht weiß, dass Tränen salzig sind, kann nicht Erzieher sein. Also das neben dieser Intuition, also die Einfühlung. Die Einfühlung in das Wesen des Kindes. Und wir wissen ja, dass alle großen Pädagogen auch des vorigen Jahrhunderts gesagt haben, wir kennen das Kind nicht. Und wir glauben nur, die Kinder zu kennen. Aber um sie kennenzulernen, denke ich mir, müssen wir eben jedes einzelne Kind im Auge haben. Kein Obdach, sondern eine Werkstatt haben wir ihnen errichtet. Prunkvoll ist sie, weil sie es verdienen. Und unsere Schule ist prunkvoll, damit die Schüler lernen, sie zu achten. Ich glaube, da stimmen sie auch mit mir überein, wenn ich sage, eigentlich, die Schulen sollten jeweils von den besten Architekten unserer Gesellschaft errichtet werden. Mit den Kindern und mit den Lehrern, also mit den Eltern, mit allen, die dort arbeiten, gemeinsam etwas entwickeln, damit tatsächlich das ihr Raum wird. Und möglicherweise, und das ist auch jetzt im Weiteren recht interessant, Schule ist nie abgeschlossen. Der Schulbau müsste eigentlich weitergehen sozusagen, weil ja, es kommen immer wieder neue, mit neuen Ideen etc. etc. Okay. Gleichgültig betrachteten sie das Schwimmbad für den Winter. Dann stand sie gelangweilt vor dem Denkmal der Arbeit und nur noch ein Teil der Gäste bestieg schließlich die Boote, um am anderen Ufer den Volksvergnügungspark und schließlich die Farm zu besichtigen. Sie gingen schulterzuckend davon, wir blieben wieder allein. Ein lebloses Königreich menschenleerer Gebäude. Und jetzt meint er, nicht, also man kann sich ganz gut vorstellen, dass die sich gedacht haben, man kann nicht künstlich ein Leben schaffen, das Bedürfnissen der Schule gerecht wird. Und jetzt die Antwort, aber wir werden es nicht schaffen, es wird selbst zu uns kommen. Das kann auch nur jemand sagen, es wird zu uns kommen, der unglaublich inspirativ und intuitiv ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wie ist es, wenn wir uns denken, wir haben ein Kind vor uns und wir merken, dass angesichts dieses Kindes uns gerade jetzt etwas Besonderes einfällt, was dieses Kind braucht. Also, ich bin auch manchmal, wenn ich Therapie mache, erstaunt. Warum ist mir das jetzt eingefallen? Nicht vorbereitet, gar nichts. Sondern nur, das ist mir jetzt zugefallen, so quasi. Ja, es geht nur, wenn ich mich wirklich einlasse. Wirklich einlasse auf das Gegenüber. Aber wir werden es nicht schaffen. Es wird selbst zu uns kommen.
Es wird krank, gebrechlich, blass und traurig kommen, das gegenwärtige Leben. Es wird kommen, um sich Rat zu holen, weil es ratlos ist, um Hilfe zu bekommen, weil es schwach ist, um Obdach zu bekommen, weil es heimatlos ist, um Nahrung zu bekommen, weil es hungrig ist, um Licht zu bekommen, weil es im Dunkeln ist, um ein Lächeln zu bekommen, weil es bekümmert ist, um einen friedlichen Bund zu schließen, weil es voll Sehnsucht ist. Und nun, was wird hier in dieser Schule sein? Hier werden freie Menschen aufwachsen, die den Menschen achten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie wissen, dass Schüler sich mehr das merken, was so nebenbei passiert. Und es gibt auch den sogenannten versteckten Lehrplan. Also die Kinder lernen, wenn sie irgendwie strenger Lehrer und so weiter und lassen nichts durchgehen. Und ich habe gerade vor kurzem wieder den wunderbaren Film gesehen, Die Kinder des Herrn Mathieu. Sie kennen den Film wahrscheinlich alle. Ein unglaublich wunderbarer Film. Wenn Sie nicht können, bitte schauen Sie sich ihn an. Wo es wirklich einfach darum geht, das Kind als Kind zu sehen. Und nicht diese Stränge, nicht also Aktion, Reaktion etc. etc. Aber genau das würde dann gelernt werden. Und nicht das, was ja eigentlich der Aufgabe der Schule ist, nämlich die Schüler zum demokratischen Bewusstsein zu führen. Also der versteckte Lehrplan, das muss uns völlig klar sein. Und was nicht passiert in der Schule, dass wirklich jeweils darauf achtet, dass die Kinder frei werden, autonom werden, selbstbestimmt werden, beginnen, Vorstellungen zu entwickeln, wie, und sie mit ihnen natürlich, wie wollen wir denn unser Zusammenleben hier in dieser Klasse, in dieser Schule gestalten? Wenn sie das nicht machen, dann passiert genau das, nicht also versteckter Lehrplan. Genau das Gegenteil von dem, dass die Kinder demokratisches Bewusstsein lernen. Ja, er schreibt dann weiter. Uns wurde vorgeworfen, dass uns jeder Plan fehle. Wir erwiderten, dass wir die Führung dem Leben selbst überlassen. Und es zeigte sich, dass wir damit recht hatten. Da kommt wieder das durch. Beobachten, aus Fehlern lernen, die Einfühlung natürlich vorher und dann das Experimentieren. Das immer wieder was Neues versuchen. Jeder stand bei seiner Werkstatt, als hätte er sie gestern erst verlassen. Als hätte er einer überirdischen Vision längst erblickt, wo sein Platz war. Alles fügte sich von selbst wie im Märchen und in der märchenhaften Natur. Eine wunderbare Einfachheit, ohne jeden Zwang. Ja, sogar ohne ein erfinderisches Genie. Und genau darin lag unsere Kraft, die schöpferische Kraft der Natur. Wir öffneten die Pforten der Schule weit und aufrichtig. Und das Leben drang in heftigem Strom herein. Ausdrücklich schrieben wir auf unser Banner. Vom, und das werden Sie jetzt vielleicht staunen, vom Proletariat und für das Proletariat. Und die, denen wir dienen wollten, verstanden uns.
Da muss ich jetzt ein bisschen was noch, glaube ich, dazu sagen zur Geschichte, Lebensgeschichte oder Biografie von János Korczak. Seine begüterte Familie, sein Vater Rechtsanwalt, allerdings ist er dann mehr und mehr psychotisch geworden und das war dann sehr problematisch. Also János Korczak musste schon mit 18 Jahren die Familie dann ernähren. Durch Nachhilfestunden und so weiter hat er das bewerkstelligt. Und es war ihm verboten, mit den sogenannten Kindern der Straße zu spielen. Immer wieder. Und er hätte nichts lieber als das getan. Und einer seiner ersten Romane war eben unglaublich, wie soll man sagen, belohnend, das zu lesen, Die Kinder der Straße. Und dann als zweites Roman hat er erst geschrieben, Die Kinder des Salons. Nicht? Er, Kind des Salons. Und er ist aber ständig und immer wieder für die Kinder der Straße eingetreten. Keiner wie János Korczak, glaube ich, von den Pädagogen, die ich kenne. Ich meine, es war großartig, dass der Comenius schon im 16. Jahrhundert, nicht also 17. Jahrhundert gefordert hat, Pädagogik für alle. Für alle. Bisschen auch für die Mädchen. Und dann natürlich auch für die Bauernkinder, für die Handwerkerkinder und so weiter. Und wie lange das gedauert hat, bis das dann umgesetzt worden ist. Ich denke mir also, wir müssten nicht unbedingt verzweifeln, sondern völlig unprätentiös unseren Weg gehen. Solange wir glauben, wir sind die Besseren, werden wir vermutlich bei unseren Kollegen Schwierigkeiten haben. Oder mit unseren Kollegen Schwierigkeiten haben. Wenn wir aber das, was wir für richtig halten, dauernd und immer wiederum ohne jede Prätention verfolgen, dann denke ich, werden wir wahrscheinlich jemand bekommen, Kolleginnen und Kollegen, die dann mit uns den Weg mitgehen. Allein können wir es nicht, aber mit anderen, glaube ich, können wir eine Menge. Und ich würde mich jetzt freuen in der Diskussion, wenn wir darüber reden könnten. Das ist das, was ich eben nicht so gut kann wie Sie, wie die Lehrerinnen und Lehrer unter Ihnen, Elementarpädagoginnen und Elementarpädagogen unter Ihnen. Was glauben Sie oder könnte denn möglich sein? Okay, danke. Also eine schnelle Antwort auf die Frage, was könnte möglich sein, die mir einfällt. Ich bin Sozialpädagoge von der Ausbildung Psychotherapeut und Supervisor hauptsächlich im sozialpädagogischen Feld. Und ich habe 33 Jahre am Jugendamt gearbeitet. In der eineinhalb Jahre im Feld, an der Basis im Therapie-Kinderheim im Wert und bin dann in die ambulante Erziehungshilfe gegangen, in der Beratungsstelle und habe das bis vor 4 Jahren bis meinem Ruhestand verfolgt. Und was ich bemerkt habe bei vielen Kollegen und Kolleginnen, Sozialarbeiterinnen am Jugendamt, aber auch in Kontakten, in Gesprächen, die ich in meiner Arbeit immer wieder laufend hatte, mit Lehrerinnen, dass je mehr Zeit verging, je älter ich wurde, und beim Älterwerden kommt wahrscheinlich automatisch dazu, und bei mir ist einfach auch das dazu gekommen, was ich jetzt in der Sprache der Straßenkinder ausdrücken will, scheiß dir nix. Oder scheiß dir nicht so viel. Und was ich bemerkt habe, ist, dass junge Kolleginnen gelernt haben, genau das Gegenteil.
von ihren Vorgesetzten, von Schulleiterinnen und von leitenden Sozialarbeiterinnen und Jugendamt, nämlich den Satz gehört haben und den in vielen Variationen: Du musst aufpassen. Du musst aufpassen. Das ist, es kann so viel passieren. Ja? Und natürlich ist da auch was drinnen, was eine Wahrheit ist. Natürlich kann viel passieren. Aber wenn ich das sozusagen am Beginn meiner Berufskarriere lerne, du musst aufpassen, du musst aufpassen, du musst vorsichtig sein, es darf nichts passieren, damit es meint, es darf nichts passieren, was in der Zeitung kommen könnte, was bei einem Rechtsanwalt, wo Eltern klagen könnten von diesen Kindern. Und du darfst kein Kind angreifen. Ja? Das oft genug, ich darf ja kein Kind angreifen. Sag ich, na, was machen sie, wenn in der Volksschule zwei Burmer da raffen, stehen sie da und sagen, geht es auseinander? Ja, das, wie lange sagen sie das, und wenn es nichts nutzt? Ne? Also, junge Kolleginnen und immer mehr habe ich das gelernt, lernen am Anfang, vorsichtig sein, Angst haben ist wichtig. Und nicht experimentieren, die was trauen, was versuchen, scheitern, lernen, daneben haben, aber dann auch wieder Erkenntnisse gewinnen. Das wäre meine schnelle Antwort auf die Frage. Also ich hätte eine Frage. Da sind also einige Topos angeführt über seine Pädagogik, Respekt, Gerechtigkeit, Partizipation, Dialog, Selbstrhythmus und Vertrauen, Zutrauen. Was mir bei dem Ganzen fehlt, ich selber habe also in einer Randschule von Wien jahrelang unterrichtet, und was mir fehlt, ist sinnvolle Grenzen setzen. Das kommt auch bei Ihren Sermon nicht vor. Ja. Und sinnvolle Grenzen setzen, natürlich mit Erklärung, aber mit Konsequenz. Ja. Und gerade heute, wenn man unsere schwierigen Kinder sieht, das fehlt. Ja. Ja. Ich finde es schwierig, wenn Sie Sermon sagen. Wieso meinen Sie, das war ein Sermon? Gut, dann sage ich etwas anderes bei, bei der Erklärung von ihm, okay. Ja. Oder Ausführung, ja. Ja. Ja, ich würde aber gar nicht gefallen, Entschuldigung. Das ist jetzt, das, da haben Sie mich völlig missverstanden. Ich will Ihnen nicht gefallen. Nein, nein, ist auch nicht doppelt. Ja, warum haben Sie es dann gesagt? Okay, ja, bitte. Ja, ja. Mehr, du bist was sagen dazu. Ja. Ich mag es dann gleich. Da habe ich mich vorgedrängt. Nein, ich bin schon die Worte. Weil Sie eben gemeint haben, es fehlt Ihnen in den Ausführungen so der sinnvolle Grenze. Ja, dieser Punkt. Ich arbeite auch seit Jahren, mittlerweile schon Jahrzehnten, mit herausfordernden Kindern und Jugendlichen. Und sinnvolle Grenzen setzen ist eigentlich das Um und Auf, wenn die Basis die Wertschätzung und die Echtheit und die Basis auch ist, dass ich das Kind radikal ernst nehme, dann sind die sinnvollen Grenzen sowieso in unserem dialogischen Prinzip immanent. Da brauche ich nicht erklären, wann du das machst, dann passiert das. Dann brauche ich aber auch nicht, wenn ich ständig hinterfrage durch Supervisionen und so weiter, mein Hier und Jetzt hinterfrage, dann brauche ich nicht dauernd Angst haben, dass ich mit Antwort im Kriminal stehe oder sonst irgendwie, sondern wenn mir einfach klar ist, wo ich stehe im Dialog mit dem Kind, dann werde ich auf sein Verhalten in einer liebevollen Konsequenz reagieren und ihn dadurch zum Agieren bringen. Passiver Widerstand ist. Habe ich nicht dagegen, ja? Ja. Nein, wollte nur sagen, es gilt eigentlich nicht. Das wollte ich sagen. Ja. Mir schon. Ja, ja, ja. Na, darf ich vielleicht anders. Ich finde es immer wiederum interessant. Wie drückt man das am besten aus? Und mir ist der liebste Ausdruck immer wiederum der, mit den Kindern stark leben. Da ist nämlich genau das drinnen. Wertschätzung auf der einen Seite, Achtung, und auf der anderen Seite aber auch völlige Klarheit darin, wie können wir miteinander am besten so etwas wie eine wirklich gute Lerngemeinschaft, Lebensgemeinschaft aufbauen.
Und ich glaube, das Erste, was in jeder Klasse in der Volksschule passieren sollte, ist, dass da aus dieser Ansammlung von Einzelnen, dass die zu einer Gruppe werden. Ich denke mir, dass dann unglaublich gute Voraussetzungen dafür geschaffen sind, dass die Kinder nicht einander tödeln oder viel weniger einander etc. etc. Alles das, was damit zusammenhängt. Also so quasi die Grenzen wären für mich so etwas, ich würde fast sagen, Immanentes in der Auseinandersetzung Lehrer-Kind. Nichts extra, nicht? Sondern wirklich dieses in dieser Auseinandersetzung. Bitte, Kollege. Ja. Korczak ist für mich auch ein Produkt seiner Zeit, weil er am Ende einer gewaltig autoritären Bewegung gestanden ist und es war der Beginn des Jahrhunderts des Kindes, wo er diese Dinge beobachtet hat. Die Kinder sind damals überhaupt erst zu Wesen geworden, weil vorher waren sie ja Mini-Erwachsene und mussten sich genauso verhalten. Jetzt auch kleiden? Ja, ja, richtig. Ja, ja. Und jetzt dürfen Kinder eigene Wesen werden. Und es gibt ja viele andere, die in einer ähnlichen Richtung gedacht und gearbeitet haben. Also wenn wir von der Schule ausgehen, ich sage hier einfach Glöckl, der aus der alten Drillschule die Arbeitsschule gemacht hat, oder auf der anderen Seite, allerdings mit einer ganz anderen politischen Ausrichtung, Maria Montessori, wo die Kinder etwas begreifen, ergreifen durften, um eine Erkenntnis zu bekommen, nur mit dem Unterschied, Glöckl war sich bewusst, es gibt keine Erziehung, keine unpolitische Erziehung, während Maria Montessori ja doch eine sehr konservative Frau war, die an sich die herrschenden Systeme gestützt hat. Also das ist aus der Zeit von Korczak herausgekommen und wie gesagt, es gab dann eine wirklich tolle Bewegung, also wo der neue Mensch und alles Mögliche auch im Gesellschaftspolitischen gekommen ist. Und all diese Bestrebungen oder sehr viele dieser Bestrebungen wurden durch neuerlich autoritäre Systeme bis hin zum autoritärsten aller Systeme, dem Nationalsozialismus, dann also wieder großteils zunichte gemacht worden sind. Und man sollte nicht glauben, dass mit Ende des Nationalsozialismus auf einmal wieder die Freiheit gekommen ist. Also ich erinnere mich, wie ich, ein junger Bursche, so in den 50er Jahren, ja, da hat schon durchaus auch bei den Demokraten noch recht autoritäre Strukturen gegeben. Die 68er-Bewegung war diejenige, die es dann aufgebrochen hat und wo es weitergegangen ist. Ich glaube, dass es keine ich persönlich glaube, dass es keine Pädagogik ohne Erziehung geben kann. Und dass die Erziehung überhaupt erst die Voraussetzung ist, um pädagogisch arbeiten zu können. Ich war viele Jahre lang Lehrer, Pflichtschullehrer in Wien, bin dann in der Erwachsenenbildung, war direkt an der Volkshochschule, habe dann in weiterer Folge durchaus auch organisatorisch im Schulbereich gearbeitet, war viele Jahre stellvertretender Vorsitzender der Kinderfreunde, also nur um so ein bisschen ein Feedback zu geben. Ich glaube, dass wir heute einen Weg gehen, der eher wieder rückschrittlich ist. Deutschklassen. Lehrer, die sich nicht mehr ihren Lehrberuf ausüben trauen. Wir haben eine Methodenfreiheit und wir haben eine Freiheit, unseren Lehrplan zu gestalten. Der heimliche Lehrplan, das Schulbüchle, ist ja eigentlich etwas, das sehr praktisch ist. Man nimmt ihn, arbeitet ihn herunter und dann weiß man, weil ich immer auf der grünen Seite. Aber dass ich auf die Individualität des Kindes eingehen muss, dass ich jedes Kind dort abholen muss, wo es ist und es zu einem gemeinsamen Ganzen bringen muss, das vergessen viele. Sie unterrichten, indem sie lehren. Abprüfen, das ist das Nächste. Wir haben heute eine Schule, die immer mehr Tests hat, die immer weniger Freiheit auf des Einzelnen bietet, aber wo immer mehr Standardisierungen und immer mehr Tests erfolgen. Ich halte das für eine ganz, ganz arge Fehlentwicklung, weil Lernen
ja nicht nur der vorgetragene Stoff ist, da fehlt ja ein wichtiger Punkt, das soziale Lernen, und das ist mindestens genauso wichtig wie das Abprüfen des operationalisierbaren Lernens. Das haben wir in vieler Hinsicht vergessen. Darum, überall dort, und es gibt viele gute Lehrer, die das versuchen, müssen wir diese Kolleginnen und Kollegen stärken. Und noch was, ein Lehrer ist nicht nur für die Schüler da. Ein Lehrer ist Lehrer für seine Kolleginnen und Kollegen, Lehrer ist ein Vermittler von Erziehungszielen für die Eltern und in seiner ganzen Gesellschaft. Und auch das sollten wir nicht vergessen. Ja. Ich denke momentan immer viel über die Fridays for Future nach, und in meinem Pädagogikstudium hat man uns gesagt, man muss aufpassen, dass man die bessere Welt nicht an die Kinder delegiert. Und da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir nicht nur darüber nachdenken, wie wir die Schulinstitution verbessern, sondern wie wir die Welt verbessern, und die Verbesserung der Schulinstitution kann nur ein Element der besseren Welt sein. Ja, also das, ich denke, da ist jetzt eine Generation von Kindern, von Helikoptereltern aufgewachsen, denen man eine heile Kinderwelt vorgeschaukelt hat. Jetzt sind sie erwachsen, jetzt merken sie, das waren Potemkinsche Dörfer. Ja, und jetzt gehen sie auf die Straße und sind frustriert, weil die Eltern ihnen eigentlich nur Potemkinsche Dörfer vorgemacht haben. Ja, die Kinder in ihre Montessori-Privatschulen geschickt und so, damit sie ja nicht mit den Arbeiterkindern Kontakt haben und so. Das ist überhaupt auch ein Aspekt, der mich etwas verwirrt, dass einige dieser Schulen, dieser Alternativschulen, die für Straßenkinder entwickelt worden sind, jetzt eigentlich Bobo-Eltern-Kinderhabitate sind, wo die Kinder von den Arbeiterkindern schön getrennt aufgezogen werden. Also das ist auch so ein komischer Aspekt dieser Alternativschulen, was daraus geworden ist. Ja, nein, ja, ja, der Gedanke natürlich, Sie haben schon recht, es kann nicht alles an die Schulen delegiert werden. Nur, es ist halt toll, wenn man bei den Kindern beginnt, mit den Erwachsenen kann man eh nichts mehr. Entschuldigen Sie, bei Ihnen natürlich schon. Entschuldigung. Nein, es ist wirklich unglaublich schwierig. Und man, wie viel Erwachsenenbildung gibt es denn wirklich? Wirklich gute Erwachsenenbildung. Und Sie haben auch völlig recht, man muss mit den Lehrer, mit den Eltern arbeiten als Lehrer. Und weil wenn man das nicht macht, dann ist ja, haben wir ja wieder das Problem, dass wir da abgeschottet sind wieder, sondern daher, natürlich, völlig richtig. Ja. Also darf ich mich Ihnen anschließen, das, was Sie gesagt haben über die Angst, ja, ich kann das, ich arbeite als Pädagogin in einem Kindergarten und ich erlebe jeden Tag diese, wie ich das für mich genannt habe, diese Dominanzkultur der Angst, ja. Also wir leben in ständiger Angst, wir müssen aufpassen hier und da, ja, und es wird uns ständig gesagt, wir müssen uns an Normen halten, es gibt wahnsinnig viele Normierungen, ja. Und in dieser Situation, wenn ich Ängste entwickle, kann ich als Pädagogin keine guten Beziehungen mit den Kindern aufbauen, ja, von keiner guten Qualität, weil wenn ich selbst ängstlich bin, da bin ich ambivalent, ja, da weiß ich selber nicht, ja, und wir wissen, dass eine gute Beziehung, eine sichere Bindung zu einem Kind, und das ist äußerst möglich auch bei einer Pädagogin, die ist Voraussetzung für das Explorationsverhalten, ja, und somit erwerben die Kinder diese Kompetenzen. Also ich werde das Ganze auf drei Worte quasi reduzieren. Es geht um die Beziehungen, es geht um die Autonomie, weil erst wenn die Kinder sicher gebunden sind, werden sie autonom sein wollen, und aus den beiden Sachen ergeben sich quasi die Kompetenzen. Ja? Also ich werde da, solange ich die Kinder nicht emotional regulieren kann ich keine Projekte umsetzen, ja. Und durch diese, da bin ich bei den Grenzen wiederum, durch diese sichere Bindung ergeben sich auch irgendwie so automatisch diese Grenzen, ja. Weil die Kinder, das impliziert das quasi, ja. Die Kinder beobachten, ja. Die werden intuitiv wissen, das erlebe ich wirklich, ja. Wenn es bei mir funktioniert,
wenn ich die Ängste bewältige, dann bin ich auch kreativ. Da bin ich zu einer Künstlerin, ja. Ja, die Kinder wollen das. Das von denen. Ja. Also ich kann noch dazu sagen, also durch diese Bindung und Beziehung, also ich erlebe auch das. Also wir haben die Gelegenheit, einfach im Kindergarten zu arbeiten. Und die Kinder sind, ja, so wie die sind. Und wir werden einfach auf dieser Ebene einfach so begegnen. Und ich habe erlebt, ich kann alles machen. Und die wollen mir zuliebe, vielleicht ist das irgendwie, aber das ist wirklich passiert. Alles machen und sich anpassen. Und ich, wenn ich die... Nein, das ist ein Wortwahl nur, ich weiß. Ja, es entwickelt sich ein...